Und ich konnte heute Morgen schon mit Wirtschaftsprofessor Martin Fassnacht sprechen. Er hat sich schon lange um die Entwicklung bei Galeria Karstadt Kaufhof gekümmert, diese Sache beobachtet. Und ich habe ihn gefragt, was er vom möglichen neuen Käufer hält. Es ist erfreulich, dass ein Käufer gefunden worden ist. Es ist nicht einfach. Das Warenhauskonzept ist eher ein schwieriges Konzept im Handelsbereich. Und der Verkäufer, Herr Becker, hat schon Erfahrungen in Deutschland gemacht. Und seine Unternehmen sind in den USA und in Kanada auch im Warenhausbereich tätig, wie zum Beispiel mit H&B. Also insgesamt erstmal eine erfreuliche Nachricht auch für die Beschäftigten. Das bedeutet, wenn Sie schon die Beschäftigten ansprechen, dass die jetzt eine gewisse Sicherheit bekommen für ihre Jobs? Oder ist das jetzt ein falscher Schluss daraus? Es ist mittel- und langfristig erstmal ein falscher Schluss. Er hat jetzt wird 92 Filialen übernehmen. Ich gehe nicht davon aus, dass alle 92 Filialen weiter betrieben werden. Das heißt auch, die Beschäftigten müssen zum Teil um den Arbeitsplatz bangen und es wird Arbeitsplatzabbau geben. Es ist ja auch so, dass wir haben ja hier auch schon öfter darüber gesprochen im ARD Morgenmagazin. Es geht um die Filialen, es geht um die Anzahl der Beschäftigten und so weiter. Und wir wissen jetzt auch vom möglichen neuen Käufer, dass er ja schon mal das ganze Konzept abgestoßen hat. Was macht Galeria Karstadt Kaufhof denn überhaupt interessant für einen Investor? Interessant sind die Immobilien, auch die Anzahl der Filialen ist ja auch schon mittlerweile durch mehrere Insolvenzverfahren reduziert werden. Es geht um 92 Standorte und die Immobilien können sehr interessant sein. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie hier die Nutzungskonzepte der Immobilien aussehen, damit die für Mieter und auch für Verbraucher interessant sind. Mhm. Dabei geht es, das haben wir auch gerade schon gehört, auch das wünschen sich die Mitarbeiter natürlich, um Modernität, um etwas zu entwickeln, was vielleicht zukunftssicher ist. Was wäre das denn? Was für ein Konzept? Ich meine, es gibt ja jetzt schon ein paar Jahre Gedanken dazu. Was könnte jetzt mal den Durchbruch bringen? Das ist nicht einfach zu sagen, weil das Warenhauskonzept, die Immobilie eines Warenhauses, sehr stark auf die Nutzung eines Warenhauses ausgerichtet. Also sehr große Flächen für den stationären Handel, viele verschiedene Ebenen, mehrere Stockwerke. Und das in Einzelteile jetzt von der Immobilie her zu zerschneiden, ist nicht völlig einfach. Das heißt, es können auch Mischkonzepte geben, vielleicht Büros mehrerer anderer Unternehmen und auch zum Teil Fläche dann für ein Handelsformat.